Der Spielort ist für mich was ganz Besonderes, weil wir eben von einem Ort ausgehen, den es schon gibt, der eine ganz eigene Geschichte mit sich bringt und der insofern unser Hotel Europa auch stark mit beeinflusst. Und vieles, was die Gestaltung betrifft, geht eigentlich von diesem Ort aus und entwickelt sich dann in eigene Richtungen weiter. Und das ist eine sehr besondere Art zu arbeiten. Sowohl mit dem Raum, der eben seinen Charakter mit sich bringt, als auch in dieser intensiven Auseinandersetzung mit eben all diesen wundervollen Menschen aus allen möglichen Ländern. Und dass das irgendwie eine ganz tolle Erfahrung ist. Und also ich glaube auch, dass es zum tollen Ergebnis führen wird, aber allein der Weg dahin und der Prozess ist schon, glaube ich, für alle Beteiligten was ganz Besonderes. We can jump, we can go in and out and we can story tell and we can even be in the past. This is what happened on the day of Mr. Kerr's funeral. I think for most of the actors it's very, very new to work with the building as a partner in the performance. This is something we still explore and we still have a couple of weeks to finish. When it works, it's really, really amazing how Philippe transforms this or brings this place even more to life with remaking some of the spaces. It's fantastic for the actors as well to be able to just step into a set somewhere which is not a stage. Ich glaube, es bringt auch eine andere Ebene, dass wir auch hier alle gemeinsam wohnen, weil es handelt sich ja ums Zusammensein. Europa ist ja, wie kommt man klar, miteinander, untereinander. Und ich glaube, es bringt eine neue Ebene, dass wir uns so kennenlernen, auch beim Zusammenleben, weil da kommen die kleinen Details wirklich raus oder ja, was man so alles unterschiedlich macht, wie man unterschiedlich kocht, isst oder wie man unterschiedlich schläft oder trinkt oder was für Sitten man hat. So. Und ich glaube, das ist sehr spannend, das kann sehr schön ins Stück reinfließen dann. Also das ist einfach so anders als ins Theater zu gehen und da zu proben, sondern sich hier an so einem speziellen Ort zu treffen, der irgendwie auch schon ganz viel erzählt und ich glaube, da wachsen wir irgendwie noch mal anders zusammen. It doesn't matter. We're all dying in this stormy darkness. I really like doing interactive theater, immersive theater, promenade theater, site-specific theater, where the audience becomes part of what you're doing, and I think that's really exciting. And I mean, we're playing with that idea. Now we just need all those children or young people and the audiences to come and see what it feels like to share a space and be part of it and play together with those people. I think that's exciting. I think that's how theater should be. Das Publikum wird nur teilweise sitzen und zugucken, aber auch nicht auf eine Bühne. The frame is that the old white man that was running this building is dead. And this is the memorial of this man, and you have a group of people that have been working here for years from countries all over Europe. Wir kommen hier, um Mr. Kurt zu gedenken und erleben verschiedene Ausbrüche, verschiedene Geschichten, die diese Menschen sowohl aus ihren Ländern mitbringen, aber auch in der Erinnerung an das goldene Europa, als alles noch floriert hat und der Betrieb noch richtig gut gelaufen ist. Der läuft nämlich auch nicht mehr so ganz gut. Ich wünsche mir, dass die Leute das wirklich als großes Erlebnis mitnehmen, mit uns diese Räume zu teilen und mit uns als ein Part dieser Trauergemeinschaft durch diese, sagen wir mal, anderthalb Stunden zu gehen. Was wir uns als Botschaft wünschen, ist schon dieses, was wir bis jetzt ein, zweimal hatten, als wir Probenbesuch hatten, eine sehr angeregte Diskussion über das, was Europa sein könnte, die Europäische Union. Ich wünschte mir, dass das danach losgeht, dass wir uns miteinander unterhalten, noch hier bleiben und über mögliche europäische Visionen zusammen reden, was sein könnte und wofür wir stehen, für eine offene Gesellschaft. Yes, I can definitely say yes to that. Yes, Minos Stuttgart.